Durch den Ausbau des Rheins zu einer der bedeutendsten Wasserstraßen Europas hat sich das Bild des Stroms in den letzten 150 Jahren gewandelt. Um die Frachtraten rentabel zu halten, entdeckte die junge Industrie in der Mitte des letzten Jahrhunderts die Binnenschifffahrt als Alternative zum Transportmittel Bahn. Befestigung der Uferstrecken und Verlagerung des Flussbetts veränderten die Lebensbedingungen der Rheinfische. Ernährungsgrundlage und Laichplätze der Fische, die Fauna im Uferbereich, wurden zerstört. Ein Nebeneffekt industrieller Nutzung, die Erwärmung des Wassers, führte dazu, dass die begehrten stromaufwärts wandernden Salm- und Heringsarten in den 40er Jahren endgültig ausblieben. Rheinfischer Wirz demonstriert zusammen mit seinen Söhnen und weiteren Helfern die Arbeit der Zegenmannschaft und den Einsatz des Netzes noch einmal eigens für die Filmaufnahmen. Wie früher, zu Beginn der Fangsaison, fischen sie die Zugstrecke ab, um Unrat zu entfernen und Beschädigungen der Netztücher bei den folgenden Fischzügen zu vermeiden. Bis in die 30er Jahre setzten die Fischer an Mittel- und Niederrhein das Zegennetz zum Fang der Lachse und Maifische ein. Simon Wirz aus Grimlinghausen nutzte das Fanggerät noch in den 50er Jahren zum Fang von Besatzfischen für die Pachtstrecken der Angelvereine. Mit der Treckleine treideln zwei Helfer den Nachen ca. 500 Meter zu Berg. Sie unterstützen am Ufer, dem Wall, wie die Fischer sagen, die Fahrt vom Landeplatz bis zum Anfang der Fangstrecke. Der Lachsfang mit dem Zegennetz gehörte zu den einträglichsten Fangmethoden am Unterlauf des Rheins. 6 bis 9 Mann waren nötig, um die bis zu 200 Meter langen Zegennetze zu handhaben. Deshalb schlossen sich die Berufsfischer zu Fanggemeinschaften, auch Plock genannt, zusammen. Bei ihrem Aufstieg zu den stromaufwärts liegenden Laichplätzen bevorzugten die Wanderfische das ruhiger fließende Wasser in Ufernähe. Der Einsatz des Netzes ist daher abhängig von Strömungsverlauf und Uferbeschaffenheit. Hier im Film eine flach auslaufende Kiesbank am Oberkasseler Ufer bei Düsseldorf, einer der ehemaligen Zegenzugstrecken von Simon Wirz. Ähnlich sahen andere Lachsfangstrecken der Rheinfischer aus. Während eines Zegenzugs arbeitet die Fanggemeinschaft zunächst in zwei Gruppen. Am Ufer die Wallmannschaft und im Nachen die Arkmannschaft. Wilhelm und Simon Wirz rudern mit dem Netz quer zur Strömung, während die Wallmannschaft das Ende des Netzes in Ufernähe
flussabwärts führt. In der Mitte der 100 Meter langen Netzbahn hat Simon Wirz zum Fang der Weißfische zusätzlich ein kegelförmiges Schlussnetz in die Maschenwand eingeknüpft. Zwei Saumleinen begrenzen das Netz auf seiner ganzen Länge. Im Bild die bleibesetzte Lotleine. Von den Schwimmern der Flottleine getragen und der bleibeschwerten Lotleine gestrafft, steht die Netzwand im Wasser. Bei einem Zegenzug wurde der Fluss zwischen Ufer und Hauptströmung auf einer Länge von 500 Metern abgefischt. Wall und Argmannschaft kreisen die Fische mit dem Netz, das den aufsteigenden Fischen entgegenschwimmt, langsam ein. Da das Boot mit der Strömung schneller zu Tal treibt und eher an der Landestelle anlangt als die Ufermannschaft, schließt sich der Netzbogen. Die Fischer haben an den beiden Enden des Fanggeräts Weidenknüppel zwischen den Saumleinen parallel zur Netzkante eingearbeitet. Um die Fische zu bergen, arbeitet die Fanggemeinschaft zusammen. Ober- und Unterleine des Netzes müssen gleichmäßig an Land gezogen werden. Die Lotleine führen sie so dicht wie möglich über den Grund. So können die Fische weder über noch unter der Maschenwand entkommen. Mit dem Treckrahmen unterstützt Fischermeister Wirz das Einholen des Netzes. Mit dem Anlanden des Netzes ist der Treck beendet. Zwischen Anfang und Ende ist etwa eine Stunde vergangen. In der Hauptwanderzeit der Lachse und Maifische arbeiteten die Rheinfischer rund um die Uhr. Dabei wechselten sich zwei Kolonnen ab. In einer Zegenmannschaft arbeiteten sowohl Meister als auch Jungfischer. Anfänger wurden bei den Fangzügen zunächst der Wallmannschaft zugeteilt und konnten langsam in den Beruf hineinwachsen.
In dem Hälterkasten des Nachens bleiben die Fische so lange am Leben, bis sie an Land gebracht werden. Vor jedem Fischzug werden die Netze kontrolliert und ausgebessert. Die Fischer am Niederrhein stellten schon vor dem Zweiten Weltkrieg einfache Netztücher nicht mehr selber her, sondern bezogen sie aus Netzstrickereien. Dennoch beherrscht jeder Fischer die Fertigkeit des Netzstrickens, um spezielle Netze herstellen oder reparieren zu können. Vor dem nächsten Fischzug legen die Männer das Netz bereit. Auf der Netzleiter des Nachens setzen sie die Maschenwand des Salmzegens auf. Die Mannschaft beginnt mit dem Ende der Maschenwand, das zuletzt ausgeworfen wird. Zunächst müssen die Fischer das Netz umholen und am Ufer die Saumleinen zurechtlegen. Damit das Netz ungehindert abfieren kann, liegt die Leiter in Höhe der oberen Bordkante auf den Duchten, den Bänken in Bug und Heck des Nachens. Die Fanggemeinschaft setzt die Netzwand aus 20 10 Meter langen und 2 Meter breiten Maschentüchern zusammen. Diese Flügel, wie die Fischer sagen, sind an den Anschlussstellen miteinander verknüpft. Wenn sie beschädigt sind, können sie jederzeit ausgewechselt werden. Schlossen sich die Anliegerstaaten des Rheins zum Schutz der begehrten Wanderfische in dem heute noch gültigen Lachsvertrag zusammen. Er verpflichtete die Fischer unter anderem zur Einhaltung von Schonzeiten. Für die Zegennetze wurden zeitlich gestaffelte Fangverbote erlassen. Indes nahm die Verschmutzung des Stroms stetig zu. Alle Anstrengungen zur Rettung des Fischbestandes schlugen fehl und der Niedergang der gewerblichen Rheinfischerei war nicht mehr aufzuhalten.